So, jetzt ist es soweit, Leute. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einer neuen Runde GTA 5. Heute Commentary und ich bin jetzt hier mitten in der Stadt und habe mir mal ein Flugzeug besorgt. Bin dort gelandet auf dieser Straße und man kann natürlich sogar an den Piloten heranzoomen. Es gibt verschiedene Blickwinkel, zum Beispiel dieser Blickwinkel finde ich sehr, sehr nice. Man kann jetzt zum Beispiel einfach so losfahren. Das ist jetzt die Ego-Perspektive. Hier fahren Züge rum. Ich habe aber auch schon Rehe gesehen und irgendwelche andere Tiere. GTA 5 ist sau geil, Leute. Und ach, geil. Und heute geht es einfach mal darum, wie hoch kann man eigentlich in GTA 5 fliegen. Somit sage ich einfach, lehnt euch zurück und so. Aber jetzt fliegen wir mal mit dem Stuntflugzeug hoch in die Wolken. Und zwar auf die maximale Höhe. Wie hoch das ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber man kann in GTA 5 auf jeden Fall richtig hoch fliegen. Wer noch kein GTA 5 hat, noch unentschlossen ist, der sollte wissen, GTA 5 ist so groß wie San Andreas, Liberty City und Red Dead Redemption zusammen. Und ich meine, das ist einfach eine fette große Map. So, jetzt haben wir mal wieder den Kameramodus drin. Da kann man relativ gut sehen, wie hoch wir fliegen. Schön in die Wolken rein, Leute. Also, ich habe noch nie so ein geiles Spiel wie GTA 5 gespielt. Das muss ich auf jeden Fall mal sagen. Und ihr seht schon, wir sind jetzt langsam in der Wolkengrenze. Und ihr seht schon die geile Aussicht. Ein richtig schönes Wolkenmeer. Es gibt Strand, es gibt Waldgebiete. Am Anfang, wenn ihr GTA 5 spielt, seid ihr sogar in einem Schneegebiet. So, jetzt muss ich mal ein bisschen höher fliegen. Bin auch mit schon ein paar Passagiermaschinen geflogen. Aber na klar, da kamen sofort die Bullen. Ich so auf dem Flughafen, gell, lande da. Plötzlich kommen die ganzen Bullen, ah, Terrorist und so. Oh je, Leute. Ja, ich bin ein bisschen heiser von der Stimme. Dieses Wetter macht mich auch ein bisschen krank. Das möchte ich entschuldigen. Wir drehen uns um und schaut euch mal diese riesige Map an. Das hier alles ist die Spielwelt. Das unter mir ist kein Schnee, sondern wir sind jetzt schon, lass mich lügen, mindestens 2000 bis 2500 Meter hoch und können noch weiter hochfliegen. Jetzt habe ich, muss ich mal gucken, ich habe glaube ich keinen Fallschirm dabei. Das macht aber nichts. Und ihr seht, wir können immer noch höher fliegen. Immer höher und höher. Ist das nicht krass, Leute? Schaut euch das mal an, wie hoch wir sind. Ich denke, die Höhe reicht jetzt erstmal, weil jetzt steigen wir mal aus. Mal gucken, was passiert. Ah ne, Leute, ich habe einen Fallschirm. So, gucken wir mal, vielleicht können wir ein bisschen Stunts machen. Fallschirmspringen ist relativ einfach. Man springt einfach raus, holt sich einen Fallschirm und dann kann man sich zum Beispiel hier runterstürzen. Das ist relativ schnell. Wenn ihr so runterstürzt, erreicht ihr eine Geschwindigkeit von etwa 200 Stundenkilometer, was ungefähr die realistische Fallgeschwindigkeit eines echten Fallschirmspringers entspricht. So seid ihr ungefähr 80 bis 90 Stundenkilometer schnell, aber ihr könnt einfach diese geile Aussicht genießen. So, sind wir gleich da. Wie so gesagt, das ist schnell. Und jetzt könnt ihr nach unten segeln. Und seid da. Und genießt den geilen Ausblick. So. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTubeGamescom auf der PlayStation 3. Sagt ciao. Das war Let's Play GTA.